Wir sind im Nationalpark Kalkalpen. Wir haben gerade unsere zwei Damen geholt, die Trude und die Gerti. Die sind hier immer auf Sommerfrische unterwegs, immer vom Frühling bis Herbst, meistens so um die 4 Monate. Aber wie ihr seht, das Gras geht langsam zu Ende, es wird Herbst und deswegen holen wir unsere Mädels wieder zurück. Normal ist so, wenn ich unter Joshi auf die Wiesen komme, ich schreie mal schön laut los mit meinem kräftigen Stimmorgan. Und dann spätestens, wenn der Leckerli-Kübel in der Nähe ist, sind sie auf jeden Fall da. Über den Sommer haben sie wunderbar Muskeln zugelegt. Die sind total muskulös, wegen den steilen Hängen hier. Und es ist jedes Mal wieder ein Traum zu sehen, wie hübsch sie doch sind über den Sommer. Das ist eine robuste alte Rasse, die Norica. Sie haben hier keinen Unterstand. Ansonsten haben sie hier jede Menge frisches Gras und Futter und natürlich eine Wasserleitung und einen Wassertrog, wo sie immer trinken können. Und das reicht den Mädels. Und sie schauen wieder super aus. Gell? Hat euch gefallen hier? Und jetzt werden wir langsam zum Transporter gehen. Da werden wir sie dann verladen und dann geht's ab in den Tiergarten. Gell, Mädels? Gehen wir? Komm, Schrittmarsch. Fein. Na komm. Mit unseren Mädels funktioniert der Abstieg super. Norica ist eine alte, sehr trittsichere Rasse. Und deswegen meistern die das problemlos, da mit ihren großen Hufen da einfach die schönen Hänge runterzugehen quasi. Sie gleichen das alles mit ihrem kompletten Körpergewicht aus und sind extrem trittsicher. Super! Das Einladen hat super funktioniert, da unsere Mädels eigentlich wirklich nur den Transporter nutzen, wenn sie auf die Alm müssen und wieder zurück. Das ist 2-mal im Jahr. Und für das ist sie super eingestiegen. Ist sie ohne Zögern gleich direkt rein. Hat super funktioniert. Jetzt sind wir gut angekommen im Tiergarten Schönbrunn. Die Fahrt haben sie super überstanden. War ja auch nicht ihre erste Fahrt. Waren sehr brav auf der Fahrt, sehr ruhig. Haben auch zwischendurch auch weiter brav Heu gefressen, was im Transporter war. Und jetzt genießen sie es, wieder zu Hause zu sein. Als kleines Willkommensgeschenk und damit sie sich einfach nur ein bisschen hier akklimatisiert, sag ich mal, und beruhigt, tue ich sie noch einmal striegeln. Ja, feines Mädchen. Einfach mal den groben Dreck aus dem Fell zu kriegen. Und da kann sie sich auch gleich schön entspannen. Gell, Puppe? Ja, gell, ist das schön? Braves Mädchen. Willkommen zu Hause, ha? Ist das wieder schön hier? Super.